Eine schöne Freizeitbeschäftigung ist gerade für Frauen das Shoppen. Umso schöner ist es, diesem gemütlich und in aller Ruhe nach der Arbeit umrahmt von Live-Musik nachzugehen. Bei der Valentiner Einkaufsnacht kommen alle Besucher auf ihre Kosten. Die Geschäfte haben länger als gewöhnlich geöffnet. Allgemein herrscht eine eher lockere Stimmung. Die Beratung ist dennoch fachlich kompetent. Gustieren, schmökern und stöbern ist die Devise. Neben den Standerl und Geschäften der Valentiner Wirtschaft haben sich Standerl der Vereine gereiht. Geboten wird Kulinarik, Live-Musikspiele und Basteleien für die Kinder und vieles mehr. Die Valentiner Einkaufsnacht ist mittlerweile, man könnte sagen, zu einem Stadtfest herangewachsen. Genau, es hat sich eigentlich in den letzten Jahren etabliert, dass einfach wirklich sehr viele Leute hierher kommen zur Einkaufsnacht und somit mit dem Programm, mit den Angeboten, das eben da einfach geboten wird, sich wirklich zu einem Stadtfest entwickelt hat. Ja. Man sieht im Grunde, das warme, sommerliche Flair gehört einfach dazu. Das macht so, dass die Leute herkommen, dass viele da sind. Ja, danke an alle, die das im Grunde zu so einem Fest machen. Die Besucher strömen an den Ort des Geschehens. Nicht nur Valentina, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden wird angereist. Mehrere tausend Besucher lassen sich dem Shopping-Event nicht entgehen. Wir sind auch sehr stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht jetzt schon am Nachmittag, kann man sagen, schon sehr viele Leute da. Es wird sehr viel geboten. Ich muss sagen, es ist eine gute Veranstaltung und wir werden es beibehalten. Das Wetter spielt halbwegs mit, ich hoffe, es hält aus. Einmal haben wir es schon verschieben müssen, aber ich glaube, heute kommt man schaffen, dass wir wirklich einen schönen Abend haben. Die Valentiner Wirtschaft setzt sich für die Durchführung der Einkaufsnacht ein. Für die Wirtschaft ist dieser Tag aber nicht nur Arbeit. Nein, es macht immer Spaß und wir sehen das aber auch nicht. Oder wir sehen das heute in erster Linie als PR für unsere Fachhandelsstadt. Wir wollen das einfach im Mittelpunkt stellen. St. Valentin ist die Fachhandelsstadt in der Region und das wollen wir jetzt transportieren. Der Grundgedanke ist der Bevölkerung, den Branchenmix und die Fachkompetenz der Wirtschaft in Valentin näher zu bringen. Es ist absolut so, also konzipiert, dass wir die Stärke der Zahlen, dass wir wirklich die Bevölkerung auf unsere Seiten bringen und dass das Stadtfest für St. Valentin ist. Das bunte Rahmenprogramm steht hinter dem Erfolg der Veranstaltung. Livebands sorgen für gute Laune, Würstelbier und Co. decken den kulinarischen Teil ab und das Kinderprogramm unterhält die Jüngsten. Ja, ich muss sagen, es ist. Die Wirtschaftstreibenden machen sich wirklich sehr viel an in Valentin, muss man schon sagen, das muss man einer zugestehen. Und man merkt, dass wir da dementsprechend dann natürlich auch mit dem. Ich sage jetzt die Neugier erweckt und scheinbar und auch die Veranstaltung an und für sich, muss ich sagen, hat ein gutes Programm und das macht es wahrscheinlich aus. Das Shoppingvergnügen schlängelt sich entlang der Hauptstraße. Um von A nach B zu gelangen, werden an diesem Abend neue Rekordzeiten aufgestellt. Also heute wird es wahrscheinlich sehr lang dauern, weil sehr viele Bekannte da sind. Natürlich mal ein Tratschel dort und da, ist klar. Also werden wir sicher mindestens einmal eine Stunde brauchen, dass wir überhaupt fertig kommen. Die Valentiner Geschäfte haben diese Einkaufsnacht unter ein besonderes Motto gestellt. Danke. Es ist im Grunde das Europäische Jahr der Freiwilligen. Und gerade auch dieses Jahr haben wir zum Anlass genommen, Danke zu sagen. Wir wollen uns aber in St. Valentin so ein bisschen als Stadt des Dankens etablieren. Und es wird dann am 19 Uhr noch so einen offiziellen Teil geben, wo einige Vereine da sind, wo wir uns offiziell auch für ihre Arbeit bedanken. Shoppen bis 22 Uhr, Live-Musik und ein tolles Rahmenprogramm. Die Valentiner Einkaufsnacht wurde trotz der einmaligen Verschiebung und des Wettereinbruchs eine Einkaufs- und Erlebnisnacht.